Lialo, gefällt euch der Background, der Hintergrund? Der Hintergrund, den ihr hier seht, ist nur zur Hälfte vor mir erstellt. Die andere Hälfte hat der Computer gemacht und die andere Hälfte habe ich mir einfach irgendwo runtergeladen. Zwei Bilder sind hier zusammengemischt und zwar benutze ich dazu Image Magic und ausnahmsweise mal nicht GIMP. Das Programm Image Magic ist in der Lage, vom Terminal aus gewisse Dinge zum Beispiel zusammenzumischen. Ja? Zum Beispiel, gehen wir mal hier drauf. Wir brauchen erstmal Image Magic. Sudo apt-get install imagemagick. Sudo apt-get install image manage und schon installieren habe ich schon. Ist schon da. Gut. Wie geht das jetzt? Ne? Was habe ich jetzt gemacht? Also, ich war zum Beispiel auf der Image Magic Homepage und habe da zum Beispiel was über Backgrounds, also Hintergründe, gesehen. So. Jetzt habe ich standardmäßig eigentlich schon lange gerne immer dieses Bildchen hier, ne? Den Link hänge ich euch an. Das ist so ein Tux-Bild, ne? Und das ist, seht ihr, ist auch da irgendwie drin. Aber da ist noch mehr so drin, ne? Da ist irgendwie so bunt, ne? Da, so zufällig verwischeltes Bunt und das ist irgendwie mit dem hier zusammengeknurzelt. So, wie kommt das gut? Ihr seht, ich habe das mittlerweile auch automatisch wechseln lassen. Jetzt ist das irgendwie anders bunt, ne? Und irgendwie anders zusammengeknürzelt. So, also das ist das Basisbild. Das speichert ihr euch mal ins oberste Verzeichnis eures Rechners. So, haben wir das. Ja, wie ist das jetzt mit dem Image Magic? Ich habe da mal was vorbereitet, damit ich das nicht falsch schreibe. Habe ich mir so einen Spickzettel gemacht, das ist eigentlich ein Skript, aber ihr braucht, keine Angst, kein Skript dazu. So, was mache ich jetzt? In meinem Verzeichnis ist jetzt diese PNG-Datei drin. Das ist eine Grafik, ne? Das ist das Ding, was wir uns da gerade runtergeladen haben. Ne? Können wir uns mal angucken, wie groß ist denn das Ding? Ne? Steht zwar da dran, dass das so ist. Das ist ein Bild und das hat in der Breite 1600 Pixel und in der Höhe 1200 Pixel. Warum das wichtig ist, zeige ich jetzt. Ich will ja dieses runtergeladene Bild mit was anderem vermischen tun. So. Damit mir das gelingt, brauche ich ein Wischiwaschi-Buntbild, ne, das damit vermischt werden kann. Und das lasse ich automatisch generieren, und zwar mit diesem Befehl. Hat man Image Magic installiert, hat man automatisch auch noch mehrere andere Programme, zum Beispiel Convert. Ne? Convert heißt eigentlich konvertieren. Also nicht, dass ihr jetzt meint, ihr müsst konvertieren zu irgendeiner anderen religiösen. Nee, aber höchstens von Windows zu Linux. Also Convert. Ne? Das gehört zum Image Magic. So, und deshalb habe ich mir gerade die Größe von diesem Tux-Bild angeguckt. So, ja, das automatische Wischiwaschi-Bild, ne? Das ein Fraktal ist, will ich jetzt automatisch generieren lassen. Ganz einfach. Ne? Und die Datei, die daraus entsteht, erstmal nur das Wischiwaschi-Bild, ne? Zum Beispiel, das so aussieht, heißt dann temp.png. So, drücke ich Enter und dann passiert das schon. Dann kriege ich ein fraktales Bild, ein automatisch computergeneriertes Bild in der Größe, wie auch mein Tux-Bild hat. Ne? Stimmt das, was ich da wieder erzähle? Gucken wir mal. Orte, persönliche Ordner. Jetzt habe ich hier ein Bildchen temp.png automatisch Computer generiert und das sieht so aus. Ist das schön, oder? So, ne? Das sieht so aus und hat auch die Größe wie mein Tux-Bild. So, jetzt kommt der Moment, wo die Kuh das Wasser lässt. Das Tux-Bildchen und das Temp-Bildchen, die sollen zusammen, ne? Die sollen sich finden. Ne? Ja, wie will ich es denn? Ich habe dieses Tux-Bild, das soll auch immer noch ziemlich gut zu sehen sein. Ja, wie gut denn? Ne? Sagen wir mal so und so viel Prozent, sagen wir mal 30%. Na gut, dann wollen wir das mal machen. Was machen wir denn? Wir nehmen Composite. Ne? Also wir brauchen überhaupt kein Malprogramm. Jetzt ist das nicht, kaum noch aushalten.
So, ich nehme also den Befehl Composite, ne, könnte ich jetzt auch händisch hier eintippen, damit es im Video schneller geht, habe ich es einfach kopiert. Und sag, mach das mal so ein bisschen 30%, ja, das verschwindet, dass man da so durchgucken kann. So, und Temp.png ist unser gerade generiertes Bildchen, das soll er nehmen. Ja, das soll hinten hin. Und dieses Tux-Bild soll immer noch dominieren, ist der zweite Parameter. Und der dritte Parameter, das steht hier alles in einer Zeile, das ist das Endergebnis aus den beiden. Ich habe ja dieses Wischiwaschi-Bild, meinen Tux und Background.png, also so ein Hintergrundbild, soll automatisch aus den beiden gemacht werden. Aus diesem zufälligen Bild und meinem Tux-Bild ist jetzt geworden ein neues Bild, das hier gerade eben erst erscheint. Ich muss sogar F5 drücken, damit das überhaupt aktualisiert wird hier in der Ansicht. Und das ist die Mischung. Das war das runtergeladene Bild, das war das computergenerierte Bild in der gleichen Größe. Und das ist die Mischung von den beiden. Interessant, nicht? Und da braucht man kein Malprogramm dafür. Ja. Gut, das ist nur eine von hunderten von Möglichkeiten, die Image Magic hat. Ich habe das Ganze ins Skript gepackt, deshalb, weil ich automatisch jede Minute mein Hintergrundbild ändern wollte. Entsprechende Videos hatte ich kurz vorher schon gemacht. Und wenn man sowas macht, dann kann man computergeneriert ständig neue Wischiwaschi-Bilder, dieses bunte, machen lassen, das mit einem bestehenden Bild vermischen lassen und das dann als Desktop-Hintergrund nehmen, hier Background JPEG. Finde ich sehr gut. Image Magic, ich denke, das Programm wird uns noch länger verfolgen. Also das merke ich mal im Hinterkopf. Sehr schön, viele Beispiele auf der Seite, kaum noch Auszahl. Ich hoffe, ihr mitgeholfen habt. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.